Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir ausgemacht, dass wir zum Helioborg, dass wir zur Helioborg-Festung gehen wollen. Aber da müssen wir erstmal durch die Torbalanöenstraße. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, weil das klingt nach Kämpfe und ja, das sieht perfekt aus. Weil wir hatten schon lange keine Action mehr. Ja, okay, außer den Kampf gegen Maxwell. Du da hinten! What a dreary Nein! landscape. Es war eine trostlose Landschaft. Na, warte, du. Blödes Viech, ne? Will ich gegen dich kämpfen? Ich weiß es nicht. Wo ist es? Wo ist das? Wo ist das? Nicht hier! Zack. Und endlich mal wieder ein paar Kämpfe. Mio. Ach, wir haben noch Mila. Ah. Mio, Mio. Mio. Bau, da, da, da. Oh, ihr setzt direkt Flinken. Flinke Umrundung ein, geil. Bams. So, und halt. Autoobjekt. Da. Da, guck da, guck da, guck, guck da links, guck da links mal. Da, Autoobjekt, aus. Autoobjekt, an. Wie konnte ich das nur übersehen? Boah, ich bin so ein Idiot. Okay, danke, aua. Ah, Mann, das ärgert mich ein bisschen. Danke, hilf mir auf, danke. Ich weiß auch nicht, wieso ich das mache. Irgendwie läuft das Spiel langsam. Aua. Aua. Wieso brauchen wir so lange, um eins von denen zu erledigen? Aha. Zack und Tornado-Klinge. Junge, scheinbar mal wieder ein bisschen Mila. Weil es ist ja schon so lange her. Jo. Ich habe den Dingens hier aktiviert. Jetzt, naja. Ein Gericht. So, jetzt können auch endlich mal die Dingens hier eingesetzt werden, die Objekte. Was mich sehr froh stimmt. Weil das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe aber hier Tränke des Lebens abgestellt. Ja. Und die Baumbar. Njom. Obwohl. Ich kann es ja so machen, dass noch 10 übrig sind. Da muss ich ja nicht drauf achten. So, bis 5 übrig sind. Bis einer übrig ist. Bis. Ja, machen wir dazu. Nee, komm. Geht schon gut so. Na gut, weiter im Text. Und da sehe ich schon einen Aphrid-Schatz. Hi. Hey. Hi. Ein Monokel. Die Musik im Hintergrund ist irgendwie cool. Ich mal lauter machen, ich was höre. Ich habe auf zwei Knöpfe Windklinge. Was soll das denn? Ist das hier? Hier, Zyklon, mein Gott. Arrivederci, das ist beides Wind, verdammt. Da muss ich hier mal Wasser oder irgendwie sowas machen. Sonnenregen, oder das? Oh ne, ihr Licht. Aua! Aber. Oh, das war geil. Nochmal. Und jetzt. Verdammt, nach unten jetzt drücken müssen. Und jetzt. Mystikator.
Bums. Erde. Nee. Wasser. Wind. Oh ja. Zu langsam. Egal, du bist tot. Jo. Okay. Zack. Wow. Cool Angriff. Ich habe in der letzten Sekunde auf Elise gewechselt und dann kommt auf einmal die Trikot. Hä? So. Eifrids Vermächtnis. Ho. Oh. Is this another one of Eifrids arcs? What's it doing on Olympias? There are words appearing on it. My name is Eifrid. I'm an explorer seeking a foreign world known as Risa Maxia. When was? I'm for it, I will gather the treasures I've collected in my adventures on Olympias. And place them in arcs near my hometown as a gift to the next generation of adventurers. Huh. So Eifrid was an Olympian. He must have found some way to cross the schism to Risa Maxia. And then he never went back to Olympias. Never figured there'd be someone else besides you guys crazy enough to go running off to other worlds. Well, let's pay our respects to our predecessor and help ourselves to his loot. Als hätten wir auch nichts anderes gemacht bis jetzt, ne? Na gut, wir sollen Schätze einsammeln, kein Problem. So habe ich schon gegen dich gekämpft. Du hast schon wieder so ein richtig böses Geräusch gemacht. So. Jetzt mal nutzt das ein bisschen. Oh nein, Riese! Oh. Nein, falsch. Elvin? Ach, ihr habt ja Autoobjekte. Ihr könnt es ja jetzt. Ich vergaß. Ich hab's einen Moment glatt vergessen. Jawohl. Jo. Was ist mit euch los? Fängt's an. Ja, und ich wechsle jetzt ein bisschen, damit ich öfter die Partnerfähigkeiten einsetze. Auf zu abzuwehren. Zack. Und Elvin und Leia. Jawohl. Dann leveln wir up. Und zwar. Wo ist es hier genau? Gehen wir. Ja, gehen wir da lang. Und der Popschuss, der juckt mir ganz an der Nase. So, hab ich gekratzt. Nur damit ihr es wisst. Grenzfieber. Ach ja, genau. Das hätte ich doch gerne. Und Ding Dong. Und Vitalität. Geil. So, ich das mal. Hier habe ich noch nicht geguckt. Da ist Beute! Her damit! Schon gegen dich gekämpft, ich weiß es nicht. Von der Musik im Hintergrund, ne? Voll geil. Und jetzt. Passt irgendwie zur Kampfmusik jetzt. Und zack! Final Gale! Jo, betäub die doch mal. Pirouette. Geil. Doppellanze. Ja, ist gut, gut. I doubt niemanden. Was haben wir hier? Hinter Loch Nummer 1. Tour Nummer 1. Und edles Holz, ja. Ich brauche hier verdammt nochmal Beutegegenstände. Bist du jetzt hier irgendwo? Oh, hi! Na? Ich muss mal erledigen. Hier. Erstmal euch. Aua. Ich habe Jude. Dingens. Mila. Am Steuern. Aua, aua. Oh,
Und Luftfeuer. Oh, das wird wehtun. Jum. Warte mal, bist du das? Nee, Elise ist das, ne? Wie? Elise? Geht doch gar nicht. Ich habe aber keinen Eiszauber. Jum. Boah, mittlerweile können wir ganz schön viele Kombos einsetzen. Nur in der Hitze des Gefechts vergesse ich es immer. Welche wir gerade einsetzen können und nicht. Ich glaube, ich steuere doch wieder Mila erstmal. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zurück und geben die Quest ab. Hätten wir halt schon mal hinter uns, dann können wir wieder weiter im nächsten Part machen. Nö. Jum. Oh, Beutegegenstand. Nein, er ist so weit weg. Komme ich nicht dran. Bäh. So, wo ist der Hafen? Hier sind wir falsch. Verdammt. Hier ist der Hafen. Ich bin mir fast sicher. Können wir noch ein bisschen die Shops aufballern, wenn wir Zeit haben. Ah, locker. Hi, Banditen sind erledigt. Gut gemacht, wir haben heute viel erreicht, aber es reicht immer noch nicht, um den Frieden in dieser unsicheren Welt wiederherzustellen. Um das zu schaffen, werden wir weiterhin die Hilfe mutiger Bürger wie euch benötigen. Kein Ding. Eine mysteriöse Maske. Wie mysteriös ist sie denn? Ja. Nö. Muss jetzt nicht. Sondern... Ja, ich belage jetzt noch nicht die Shops auf, oder? Gucken wir mal! Verdammt! Ja, Blätter, das ist doch hier unter Holz, ne? Zack. Da ein Goldhelm und ein Platinhelm. Können wir direkt kaufen. Ach, das war schon, okay. Falsch. Hier. Was haben wir noch? Haben wir Insekten? Was haben wir noch als Fisch? Metalle. Metalle müssen wir doch auch haben. Ja, ein, zwei, ne? Ja, leck mich doch an. Wenn nicht, dann gehen wir weiter. Okay. Dann sind wir hier richtig. Ja, sind wir. Boah, meine Nase juckt die ganze Zeit, ey. Glaubt da nicht. So, gucken wir uns noch mal an, was wir hier alles haben. Ach, meine Nase. Beutegegenstand. Miam. Ein bizarrer Klumpen. Und da ist ein Loch. Ich glaube, da waren wir aber schon. Ne, da waren wir nicht. Das ist ein anderes Loch. Wir sind nicht. Was? Hat doch gar nicht dahin gezeigt, Mann. Ey. Kommt irgendwie so wenig vor, was wir hier einsammeln. Da haben wir noch was. Und da hinten auch. Geh weg, Mann. Ah. Hab ich auch nichts getan. Und da am Stein, da war auch noch was. Ich muss es haben, sonst kann ich nicht weiterspielen. Und da war auch noch was. Aber das hatten wir schon. Egal. Ich brauche es. Ich will es haben. Eine Riesenfischflosse. Riesenfischflosse. Hat man noch nicht, glaube ich. Voll die geile Mucke im Hintergrund. Voll postapokalyptisch. So. Und was die Kerle hier alle zu bieten haben, das werden wir im nächsten Part sehen von Let's Play Tales of Cresselia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.